Hallo, mein Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Ist mir was Peinliches passiert. Ich habe für eine Aktion von Maxim Neuss ein Webcam-Video aufgenommen und habe vergessen, das wieder umzustellen. Das heißt, die letzten zwei Folgen, die ich aufgenommen habe, hat man nur mein Gesicht gesehen. Ist auch schön, aber Nee. So, wir wollten zurück, weil wir können den Zyklopen bauen. Das konntet ihr nicht wissen. Wir haben jetzt das letzte Mal Rumpfstücke gefunden, gesucht und gefunden. Und jetzt gehen wir zurück. Und ich habe die Base hier noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben jetzt hier drinne. Oh, da muss ich fast gleich mal gucken. Vielleicht soll ich dann doch mal da eine Scheibe hinbauen. Man eigentlich. Nee. Ich habe ja Eier reingelegt. Vielleicht muss man das doch einfach. Ach, egal. Die schlüpfen schon irgendwann. Ja, dieses Geräusch kommt ständig. Essen wir mal kurz hier wieder die Kalorien an. Und noch einmal. So, wieder bepflanzen. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zurück. Und zwar, wir müssen in die Richtung. Und wir haben uns ja schon richtig platziert mit unserem Gebäude. Das haben wir schon mal festgestellt. Ah, ihr habt es ja alles nicht mitbekommen. Ich muss jetzt aufpassen, was schon gewesen ist, was nicht gewesen ist, was ich gar nicht, was ich gesagt habe, aber nicht gehört habe. Ah, an sich ist es so. Ich habe rausgefunden, dass wir zufälligerweise an der richtigen Stelle gebaut haben. Und zwar bei diesem Bloodcap Island, wo wir da hinten sind. Da ist ein Höhleneingang. Und zu diesem Höhleneingang müssen wir später. Weil wir müssen zum Sea Lord. Ne, zum Sea Imperator. Heißt der, glaube ich. Weil wir kommen ja nicht von der Insel runter, bevor wir unsere Krankheit überwunden haben. Und da habe ich ein bisschen gelesen, was man denn so machen muss. Und wie man dann jetzt runterkommt und vor allen Dingen, dann habe ich nochmal nachrecherchiert, nachdem uns der Sea-Imperator kontaktiert hat. Und zwar, wir hatten eine Folge, in der ich plötzlich von irgendwas angesprochen wurde. Aus dem Nichts. Und ich dachte mir, hä, was war das? Also habe ich nachgeguckt. So, ich habe nachgeguckt und rausgefunden, das war der Sea-Imperator, der telepathisch mit uns Kontakt aufgenommen hat. Also müssen wir zum Sea-Imperator. Der ist in der Lage, uns zu heilen. Wie, weiß ich nicht. Das habe ich nicht weiterlesen wollen, weil ich will mir ja nicht komplett alles vorwegnehmen. Aber er ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Ganzen. Und der ist unter uns. Der ist unter uns. In, ich glaube, mehr als 1300 Meter Tiefe. Und da müssen wir dann auch an einem Sea Dragon vorbei, das weiß ich auch schon. Da werden wir mal schauen. So,
So, und ich habe auch schon gelesen, dass wir ganz viel Gummi brauchen. Weshalb ich jetzt gleich mal gucke, ob ich nicht hier irgendwo noch diese... Ob ich die ganzen Laternen-Dings da abgepflückt, da hinten sind noch welche. Wobei, wir wollen ja erstmal den Zyklopen bauen, ne? Genau. Weil wir werden ganz viele Energiezellen... Was war das? Ganz viele Energiezellen brauchen. Weil ein Zyklop braucht 12 Energiezellen. Jetzt dachte ich, das Ding wäre da frei. Jo. So. Wir können ja schon die tiefen Module machen. Alles klar. Das können wir noch herstellen. Magnetit brauchen wir dafür. Haben wir schon. Ah, okay. Kyanit brauche ich dafür. Kyanit. Also wenn wir irgendwo Kyanit finden, das finden wir erst unten in der Höhle, das weiß ich schon, dann müssen wir es auf jeden Fall mitnehmen. Ich verirre mich in meinem eigenen Konstrukt hier. Das ist... Ich hätte mal gleich rausschwimmen können. Ah, halt. Ich will noch schnell was machen. Und zwar, wir tauschen mal kurz die Batterie aus. Wo ist noch wenig drin? Da ist auch noch wenig drin. War nicht geplant. Ablegen. Ich höre gerade ein Vieh, was es hier gar nicht geben sollte. Ich habe mich auch verhört. Ich habe dieses Elektrovieh gehört. Dürfte es hier nicht geben. So. Genau, wir brauchen Zähne. Wir brauchen die Zähne von diesen Haien. Jetzt muss ich bloß noch erstens diese Haie finden. Den Zahn verloren? Nee.
glaube, der ist tot. Braucht einen Zahn von dir. Alter. Ein Ei. Kann doch nicht so schwer sein. Da ist ein Zahn. Ich schaue bloß immer gerne mal, weil vielleicht hat man irgendwo was noch nicht aufgeschweißt, was wir auf hätte schweißen müssen. Da ist noch ein Zahn. Aber das war's schon, ne? Weil wir brauchten plus zwei. Weil eins hatten wir schon, ein imagiertes Glas haben wir ja schon. Und zwar dabei, glaube ich. Ja, haben wir. Ich halte aber nicht, eins mehr dabei zu haben. Das heißt, wenn wir noch eins sehen würden, würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Aber jetzt mache ich den Base. Nichts gibt's. Ja, ja. So, dafür müssen wir jetzt mal kurz zu unserem Krebs. Bett. Ernsthaft? Aber wenn wir jetzt noch irgendwo Quarz haben, oder? Sag mal nicht, ich bin jetzt gezwungen wieder auf... Wir sind gezwungen... ...nochmal auf Quarzsuche zu gehen. Wir hatten doch so viel Quarz. Was ist damit passiert? So ein Scheiß. Wir brauchen jetzt was zum Quarzen. Ich brauche bloß ein Quarz. Wir haben eins dabei. Da unten ist Quarz. Haben wir schon. Auf, zurück. Ich lag manchmal irgendwie random zu. Also ich klicke das schon selber, aber ich weiß nicht, warum ich das tue. So, dann nehmen wir noch das Blei raus. Da brauchen wir auch zwei. Plastalbarren haben wir 100%ig oben.
So. Schmierstoff haben wir. Haben wir Schmierstoff? Sag mal bitte, dass wir oben noch Schmierstoff haben. Ja, wir haben oben noch Schmierstoff. Und wir haben dann auch ein erweitertes Kabelsatz. Und jetzt brauchen wir jetzt nur noch die Plastalbarren. Die ich vermutlich alle verarbeitet habe. Oh, wir hätten hier nochmal Glas gehabt. Und das muss ich unbedingt dann mitnehmen. Wichtig. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt Eisen. Oh, wir müssen Metall sammeln. Warum? So ein Scheiß. Aber wir tun jetzt mal alles raus, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Alizium hätten wir schon gebraucht. Ach du Scheiße. So, 2. Jetzt haben wir 8. Wir haben schon 10 jetzt. Ja, also wir können jetzt schon mal einmal Plastanbarren herstellen. Sag mal jetzt, es gibt hier keinen Schrott mehr. Doch, da. So, jetzt haben wir 16. 18, um genau zu sein. Jetzt haben wir 20. Vorausgesetzt, dass wir es nicht aufheben können. Shit. So. Das reicht niemals immer für Titanbahn. Okay. Jetzt brauchen wir auch noch Lithium. Ich habe doch kein Lithium mehr, oder? Habe ich oben Lithium gesehen? Jetzt scheitert es an den einfachsten Sachen. Warum habe ich eigentlich immer noch dieses scheiß Luftpumpending dabei? So ein Kack. Selbst wenn ich das Metall jetzt zusammen habe, reicht es noch nicht. Wir müssen noch mal Lithium holen. Das ist kein Problem, aber wir müssen da halt noch mal hinschwimmen. Das ist das, was mich nervt. Was? Kein Platz mehr? Scheiße. Da war der Schwung zu schlecht. Reicht, glaube ich, nicht, ne? Nee, wir bräuchten noch ein Schrottteil. In welche Richtung musste ich? In die Richtung. Ich habe mir das an dieser Vorsprungplatte da gemerkt. Dass ich hier irgendwo Metall gesehen habe. Da. Eins reicht. Eins reicht voll und ganz.
ist das bitter. Wir haben kein Lithium mehr. Das, was uns richtig hinterhergeworfen wurde. Wir haben es dann auch irgendwann nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Das war dann so eine... Nein, Sir. Auf gar keinen Fall, Sir. Ah, bitter, bitter, bitter. Ja, scheiß drauf. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Du hast kein Lithium dabei, oder? Ja, eins. Ein einziges. Das ist ja... zum Mäusemelken. Wir müssten wirklich nochmal zu der anderen Höhle. Das machen wir dann aber mit der Seemotte. Sind wir einfach schneller. Und... ach, ist das nervig. Ja gut, okay. Ja, dann war es das erstmal für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann.